Hallo und willkommen zurück zu Alex. Heute nochmal im Hauptmenü, weil mir ist aufgefallen, dass mein letztes Video geruckelt hat, hauptsächlich in den Anfangsvideo, was also dieses Intro-Video, wo der Meteorit auf die Erde stürzt, da ist es halt sehr stark aufgefallen und im Spiel selber habe ich halt auch gesehen, dass es ab und zu geruckelt hat. Für mich als Spieler war da nichts, also für mich war alles super flüssig. Ich habe jetzt noch ein bisschen an den Einstellungen gespielt, habe tatsächlich am Ende eigentlich nichts geändert. Ich habe Resync immer raus und wieder reingenommen und ja, auf immer waren die Videos, die ich jetzt kurzzeitig vom Intro aufgenommen habe, alle super. Deswegen hoffe ich einfach mal, dass es so bleibt. Und dann würde ich jetzt einfach mal weitermachen. Oh, es gibt Ladebildschirme, das ist gut. Ich habe so noch nie gesehen, ich habe bisher noch nie geladen. Zum Mikro jetzt nochmal. Ich habe nochmal ein bisschen was an den höheren Tönen gestellt, weil mir waren meine S-Laute etwas zu intensiv. Da kann ich nicht wirklich viel gegen machen, weil ich meine S-Laute sehr scharf scheinbar ausspreche. Aber eventuell dürfte es etwas weniger scharf zischen für euch. Hoffe ich zumindest. So, Aktionen wie Sprinten, links, achter linker Stick, linker Stick und Angreifen. Und die Angriffstasten oder Ausweichen mit B-Kosten Ausdauer. Sinken sie auf 0, kannst du diese Aktion nicht ausführen. Roll, 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 roll. Also für mich ist alles flüssig und ohne Screen Tearing oder Tearing. Wo ich V-Sync von's rausgemacht habe, hatte ich tatsächlich schon wieder Probleme. Nicht in der Aufnahme, aber für mich im Spiel. Und da ich ja auch Spaß haben möchte beim Spielen, sollte es halt auch für mich hübsch ausschauen. Warte mal, da war doch gerade irgend so ein Vieh. Helf mir! Helf mir! Nein! Helf mir! Los, helf mir! Sehr gut. Hey, du solltest mir helfen. Ich habe tatsächlich gehofft, dass ich das Vieh anlocken könnte und der Durahan, der hätte sich dann drum gekümmert. Aber na gut. Na gut, der ist auch nicht mein Wegbegleiter zurzeit. Es gibt ja einige, ich habe mal ein bisschen gelesen, es gibt halt einige Quests, wo man halt Wegbegleiter hat. Und da kann der halt auch mithelfen. Das interessiert mich jetzt tatsächlich. Gegner sehe ich jetzt keine. So, schauen wir mal, ups, da hinten ist ein Feuer. Gibt es bestimmt, das sieht doch aus wie Elex. Doras, genau. Doras läuft dort hinten gerade lang. Oder ist das ein Gegner? Nee, das ist ein Scavenger. Es war alles eine verdammte Lüge. Sie haben abgelehnt, haben mich abgelehnt. Rettung. Alle haben sie die Rettung versprochen. Wenn morgen die Welt brennt, erinnere ich mich heute an ihre Schönheit. Okay. Audiodatei gefunden. Ein Blümchen, okay. So. Oh.
Das sieht nicht sehr freundlich aus. Dann mache ich jetzt einen Pro-Gamer-Move und speichere einfach ab. Ja. Nein. Hat er eine Kettensäge? Der hat so ein Schwert mit Motorsäge dran. Hat mich fast gekillt. Ach, der hat einen Totenkopf dran. Das heißt, der ist ein zu starker Gegner für mich. Okay, war keine gute Idee, hinzugehen. Aber ich habe vorher gespeichert. Nix wie weg. Der hat uns nicht gesehen. So. Na gut, wir sind Level 1. Wir haben Schuhe und einen Metallstab. So, da kann man jetzt nicht erwarten, dass wir hier gegen die ganzen Gefahren der Welt bestehen können. Aber ich denke mal, so ein Vieh müsste ich eigentlich glatt bekommen, oder? Wenn es nur eins ist, müsste das funktionieren. Sehr schön. Kleiner Reiser. Okay, also kleine Reiser schaffe ich. Was ist das eigentlich? Kann man das kaputt machen? Das leuchtet. Alles, was leuchtet, hat irgendwas. Mächtige Mana-Pflanze. So, also so ein kleiner Reiser ist machbar. 10 Erfahrungspunkte ist auch nicht gerade wenig. Es sei denn, ich brauche 200.000 für ein Level Up. Aber ich denke mal, das dürfte soweit funktionieren. Wobei nicht so viel denken, herausfinden und machen. So, auf der Brücke gab es noch einen Heiltrank. Eine rostige Axt. Na, das klingt doch gut. Ja, das war der falsche Knopf. Ja, genau. Diese Axt ist rostig und stumpf. Macht aber trotzdem 2 Schaden mehr als meine Eisenstange. So, hier ist jetzt nichts Neues dabei. Heiltränke. Eine Suppe. Trockenfleisch. Setzerbrot. Regenerationsdauer. Für 6 Sekunden lang gibt es 6 Leben. Wächst gerne auf feuchten Boden. Okay. So, das Mana-Zeug. Magnesiumfackeln. Ach, das ist für zusätzliches Licht. Okay, das ist nicht schlecht. Das so, jetzt hat das Auto gespeichert. Das heißt, selbst wenn wir sterben, ist jetzt erstmal zumindest unser Fortschritt ein bisschen geschützt. Ich habe zwar jetzt nicht unbedingt vor zu sterben, aber man weiß ja nie. Also ich muss sagen, wenn ich jetzt mal hier so durchgucke,
Für ein Spiel aus 2017 denke ich mal ganz okay. Es braucht jetzt kein Raytracing und keine super fancy tollen Sachen. Aber es gibt schon einiges an Vegetation, also das Gras ist ganz gut. Es gibt Schatten. Also los, ab hier müssen wir aufpassen. Okay. Eine Menge Fleischfresser treiben sich hier in dieser Gegend herum. Was ist eigentlich deine Aufgabe bei diesem Clan? Was ist eigentlich deine Aufgabe bei deinem Clan? Ach ja, da liest er selber. Viele Berserker bleiben in der Stadt. Da ist es sicher und man läuft nicht den Häschern der Alps in die Fänge. Ich selbst gehöre zu den Kriegern und sorge dafür, dass unsere Werker und Setzer auch ihre Ziele erreichen. Aber darüber kannst du in der Stadt mehr erfahren. Wir sollten jetzt weitergehen. Hier ist es nicht sicher. Geh weiter. Bleib hinter mir. Ah, da ist die Stadt schon. Oder? Also hier gibt es Stromleitung. Kann's weitergehen. Dort lang? Ich hätte jetzt tatsächlich gedacht hier. Der hat mich gewarnt, dass es gefährlich ist. Also ich denke mal, passiert bestimmt gleich irgendwas richtig Hässliches. Ach, mal hinsetzen, das ist anstrengend. Nee, aber so macht es schon einiges her. Also ich finde es ganz okay. Das habe ich schon vorhin schon gesehen. Hier wird man halt auch wirklich dafür belohnt, dass man mal vom Weg abkommt und ein bisschen erkundet. Finde ich ganz gut. Und was ich hier richtig gut finde, das kann ich euch mal zeigen. Ja, Weltkarte. Ups. Das ist die Weltkarte. Und es gibt keine 20 Milliarden Questmarker. Das ist ja das, was mich zum Beispiel auch bei Assassin's Creed Valhalla so geärgert hat. Oder auch bei Watch Dogs Legions. Dass man halt wirklich jede Quest auf der Karte gesehen hat. Man hat jeden einzelnen kleinen Furz gesehen. Hier habe ich jetzt so meine Hauptquest. Sehe ich halt, okay, da ist Doras, dann gehe ich hin. Na, warum bist du gerade so ein bisschen wackelig? So, lag wahrscheinlich am Zoom. Hier sehe ich zum Beispiel so unten eine Einrichtung. Irgendwelche Wege. Das sehe ich halt, aber ich sehe halt nicht überall jeden einzelnen Questmarker und alles, was man finden kann. Hier muss ich wirklich alles noch selber erforschen, erkunden, entdecken. Und darum geht es ja eigentlich, dass man halt die Welt erforscht und erkundet. Dass man sich auch selbst in der Welt findet und definiert. Ah, Setzerbrot hier. Ich finde es halt cool, dass man halt, wenn man es eingesammelt hat, das auch sieht, wenn man es genommen hat von der Welt. Also im Großen und Ganzen ist mein erster Eindruck von dem Spiel sehr schön. Kommt jetzt grafisch natürlich an super teure AAA-Titel nicht ran, das ist klar. Muss es auch nie. Da ist ein Lagerfeuer. Und da ist sowas wie eine Truhe. Da werde ich nochmal speichern. Also ich werde sehr oft speichern und die sichere Route gehen. Zumindest am Anfang. Unbrauchbare Verbandstasche. Ein Hammer, na gut. Kleine Energiespeicher. Krug, ein Hammer. Oh, man kann gebratenes Fleisch machen. Das ist ja cool. Cool. Also man kann ja selber sich sein Essen braten. Das ist ja schon mal viel wert.
Das gibt wieder Pluspunkte. Oh, da war eine Ratte. Ich habe immer zwei Erfahrungspunkte. Dafür musste die arme Ratte sterben. Aber es war für das bessere, größere. Was ist da drüben? Einige Ruinen der alten Welt. Level up, neue Stufe. Das sehe ich, aber warum halten wir hier? Da drinnen habe ich vor zwei Tagen einen Trupp Kleriker beobachtet. Diese religiösen, technikvernarrten Fanatiker aus dem Osten wurden von einer Gruppe Fleischfresser angegriffen. Hörte sich nicht so an, als ob sie das überlebt hätten. Was denn? Also ich kann mir schon vorstellen, dass Doras jetzt mit mir dort rein will, um zu gucken, was die getroppt haben. Würde ich auch so machen. Was denn? Kleriker hier draußen? Das hört sich ja gerade so an, als wärst du beunruhigt. Du scheinst die Kleriker wohl nicht zu mögen, was? Zu welcher Gemeinschaft gehörst du nochmal? Mal gucken, wie der reagiert, wenn ich sage, ich bin einer von den Alps. Andererseits willst du mir mit dem verscherzen? Mal angenommen, ich käme aus Xarko, aus dem Land der Alps. Tja, dann müsstest du schon etwas länger nicht mehr dort gewesen sein. Das ganze Elex, das die Alps täglich um sich haben und konsumieren, macht sie zwar stark, aber man erkennt sie auch sofort. Für so einen Eisklotz aus dem Norden hast du mir entschieden zu viel Farbe im Gesicht. Ja, was macht's für einen Unterschied, wo ich herkomme? Mensch, warum lese ich das vor? Das sagt's doch eh. Was macht das für einen Unterschied, woher ich komme? Ich gehöre zu keiner Gemeinschaft. Wir Berserker kümmern uns sowieso um jeden Flüchtling, der sich in unser Land verirrt hat. Wenn er nicht gerade die Absicht mitbringt, uns ausrotten zu wollen. Wenn du verstehst, was ich meine. Gehen wir durch die Ruinen? Das überlasse ich dir. Die Fleischfresser machen in dieser Gegend keine Gefangenen. Wenn wir die Ruinen meiden, ist es ungefährlicher. Andererseits, die erledigten Kleriker da drin haben vielleicht noch nützliche Ausrüstung. Ich würde zwar die Finger davon lassen, aber bei dir sieht die Sache ja vielleicht anders aus. Wir gehen durch die Ruinen. Dann bist du mutiger, als ich bisher angenommen hatte. Also gut, dann los. Doras hat mich respektiert, das ist gut. Du bist ein Level aufgestiegen. Öffne deinen Adjutor. Adjutor? Wir schnell den Adjutor. Um neue Attributspunkte zu verteilen, finde einen Lehrer, um deine Lernpunkte-Fähigkeiten zu lernen. Wenn sie nicht schon geplündert wurden, müssten die Leichen der Kleriker noch da sein. Es gibt auch diesen Kälterang, der halt angibt, ob man halt eiskalte Killermaschine oder gutherziger Mensch ist. Ach, man hat immer 10 Attributspunkte. Das heißt, ich könnte dann relativ schnell zum Beispiel schauen, wenn ich irgendeinen speziellen Überlebensskill haben möchte. Dass ich da echt schnell meine Punkte rein investiere. Schwache Tiere greifen nicht mehr an. Das ist zum Beispiel was, da bräuchte ich halt Gerissenheit, dass man die halt ein bisschen trainiert. Hier auch emotional. Na gut, das ist. Hier hat man auch ein bisschen was Gerissenheit. Synthetisch, aber da brauchen wir jetzt keine. Aber Gerissenheit ist immer mal ganz gut. 10 Attributspunkte klingt nicht schlecht, also ich investiere vielleicht mal jetzt 5 Punkte in Intelligenz, damit wir nicht ganz so dumm sind.
Und Intelligenz, Psychkraft, Fähigkeiten zu lernen. Gut, den Rest machen wir erstmal in Stärke. Einfach damit wir jetzt ein bisschen überleben. So, wir gehen durch die Ruine. Er hat gesagt, das ist gefährlich. Ah, da ist eine scheiß Riesenkarte. Greift er jetzt die Ratte an, wenn nicht? Ich finde es gut, dass es so ein Ort. Also los. Oh. Hat sogar einiges an Schaden gemacht. Also Pfeil und Bogen war tatsächlich ganz gut. Na gut, ich hätte die Ratte wahrscheinlich auch mit zwei Axtschlägen dahin gerafft. Jetzt habe ich nämlich keine Pfeile mehr. Fertig? Im Moment nicht. Später wieder. Okay. Will man mal ein bisschen quatschen? Hier liegt was. Eine Magnesiumfackel. Gut. Immer schön erkunden. Ich habe ein Geschoss gefunden. Ah, mir fällt gerade ein, ich habe vergessen, auf die Uhr zu schauen. Hm. Okay, also ich würde mal sagen, machen wir es halt so, dass man hier durch die... Was sind das? Tja. Hey, ich hab gedacht, du greifst mal an. So ein unnützer Gefährte. Ah. So, hatte ich jetzt das wenigstens bekommen schon? Hier, gut. Der ist ja unnütz. Hätte er wenigstens mal richtig kämpfen können. So, wir trotzdem wissen, was das ist. Du hast einen Teleporter aktiviert. Du kannst über die Karte in deinem Attributor nun zu diesem Ort per Schnellreise zurückkehren. Hat er sich einfach verkrümelt? Ich glaub's ja nicht. Dieser Ort eignet sich hervorragend für einen Treffpunkt. Das konnte ich aus der Luft von meinem Gleiter aus schon erkennen. Ich nehme einfach mal ein bisschen das Elix mit und hoffe mal, dass das sich um diese Ratte kümmert. Oh, hier lag gebratenes Fleisch rum. Das nehme ich natürlich gerne mit. Dicke Axt. So, schauen wir. Und Schlafsack. Noch mehr Klopapier. Klopapier ist immer gut. Hier ist ein Buch. Propaganda. Klingt so, als hätte der Probleme. Nee, hier hatte ich alles. Ich will den Trank. Komm schon. Genau, sehr schön. So. Na, scheinbar hat er sich jetzt doch um dieses Riesenrattenvieh gekümmert. Kann's weitergehen. Oh, hat sich ja gelohnt. Hast du gut gemacht. Guter Mann. Missionsbericht. Ah, so.
schauen wir mal, ob wir irgendwo jetzt diesen... Was ist da so rosa auf der Karte? Wahrscheinlich das Lagerfeuer. Die Wettereffekte scheinen zufällig zu sein. Finde ich gut. Ja, es ist auch alles nichts Neues. Ne, der Teleporter ist das, was dort so lila Magenta-Farben dort leuchtet. Könnte Magenta-farbig sein. Nicht ganz, aber es ist halt eher so ein Telekom-Farbe und Telekom hat ja Magenta als Hausfarbe. Zigarettenpackung. Schrotpatronen sind auch nicht schlecht. So, schauen wir mal. Noch eine Fackel, ein Heiltrank. Hier ist noch was Mana. Oh, ein Pfeil. Warte mal, kann ich das eigentlich auch... Ach ne, mit der Maus startet man bloß die Kamera. Gut. Den Pfeil mit, sehr schön. Metallschrott. Okay, die sehen schon ein bisschen gefährlicher aus. So, kommen wir jetzt hier runter, ohne zu sterben? Hm. Ich glaube nie. Gut, dann gehen wir wieder. Weil sterben ist jetzt nicht meine höchste Priorität. Im Gegenteil, ich möchte eigentlich unversehrt hier durchkommen. Monsieur lässt sich besonders viel Zeit. Ja, und damit immer runterfallen. Typisch. Nee, nee, nee. Die Jugend von heute. Ich finde es recht cool, dass wenn man in so ein dunkles Gebäude geht, sich die Augen erstmal dran gewöhnen müssen. Was mir das letzte Mal schon aufgefallen ist, wenn man an einer Wand so lang läuft, fängt man manchmal so der Hand ein bisschen an der Wand aus. Dieses Gebäude sieht aus, als wäre dies in der alten Welt einmal so etwas wie eine Lagerhalle für Maschinenteile gewesen. Ein Berserker mit Kenntnissen über Maschinen. Hey, wir nutzen keine Technik. Das heißt nicht, dass wir dämlich sind. Hm. Erledige, was du hier machen willst, und dann lass uns hier schnell wieder verschwinden. Okay, suchen wir jetzt noch nach den restlichen Klerikern. Hier ist einer. So, irgendwo liegen noch zwei rum. Die sind aber auch schwer zu erkennen. Na gut, ein bisschen erkennt man sie schon. Die haben halt ein bisschen Hightech. Kann ich hier ran drehen? Ja. Nee, warte. Sieht gerade cool aus, wie der Regen hier so reinfällt. So. Okay. Geldbündel. Oh. Radio. Anleitung für einen kleinen Energiespeicher erhalten. Okay, das klingt gut. Zigarettenstange. Kann man gut schmuggeln. 200 Zigaretten erhalten. So, ich brauche noch einen toten Kleriker irgendwo. Will sich jemand bereit erklären? Hm. Ach, hier ist die letzte Waffe. Sehr schön.
Sehr interessant. Kann ich das Ding abschießen? Passiert da irgendwas? Nee. Schade. So, ich habe eigentlich, was ich wollte. Kommen wir weiter. Oh. Ich habe das hier bei den toten Klerikern gefunden. Aus der Nähe betrachtet wirken diese Waffen weniger furchteinflößend, als man glauben mag. Trotzdem sollte man sie mit Respekt behandeln. Meiner Meinung nach gehören sie aus dem Verkehr gezogen. Glücklicherweise ist Goliath genau der richtige Ort dafür. Habt ihr öfter Kleriker in Idan? Ignadon, die tödliche Felsenlandschaft weit im Osten scheint den hochtechnisierten Klerikern nicht mehr genug Rohstoffe zu liefern. Daher kommt es in letzter Zeit vor, dass sich einige dieser religiösen Fanatiker hierher verirren. Sie scheinen etwas zu suchen, sonst würden sie nicht so weit weg von ihrer Heimat Ignadon operieren. Sehr viel weiß ich darüber allerdings nicht. Wir gehen weiter Richtung Goliath. Wie du meinst. Folge mir. Der Absturz des Gleiters in der Observierungsstation. Wie lange ist das jetzt her? Mehrere Tage. Kurz danach gab es wohl so etwas wie eine Schießerei, aber mittlerweile ist es ruhig geworden in der Gegend. Die meisten Alps haben sich wieder weit in den Norden zurückgezogen. Irgendetwas Schwerwiegendes scheint sich bei ihnen da oben in Xakor zusammenzubrauen. Von hier aus ist schwer zu sagen, was. Vor allem der Meteorit, der ist ja vor, vor 160 Jahren auf die Erde gefallen. Aber in den 160 Jahren hat sich ja komplett alles geändert. Also, wir haben ja ganze Kulturen sind da neu entstanden. Ganze Fraktion. Scheint ja doch einiges los gewesen zu sein, nachdem der Meteorit runter ist. Ah, nee, halt, hier kann man ja gar nicht runter. Ich wollte mal schauen, wenn ich jetzt über die Brücke gehe, kann ich runtergehen. Also los. Denk mir, hier gibt es noch irgendwas. Hoffentlich nicht mein Tod. Riesenkraut. Ich höre epische Kampfmusik. Ah, hier war noch Riesenkraut. Das nehmen wir mit. So. Jetzt reicht's mir. Sissi, ich musste nur dabei stehen und schon ist der kleine Beißer von alleine gestorben. Kann's weitergehen? Das sieht interessant aus. Oh, hier kann man sich auch hinsetzen. Und eine Wand anschauen. Da sind Banditen. Da ist Elex. Elexit. Und das war auch normales Elex. Alter, war meine Ausdauer zumindest richtig. So. Mehr gibt's ja nicht. Nix wie weg. Also los. Ja, allzu los. Eine Fackel? Was ist der falsche Knopf? Wisst ihr was? Ich werde mal so eine Fackel auf den auf die Schnellleiste setzen. Magnesiumfackel. Und zwar auf diesen Quickslot. Oh.
Waffe ziehen bedeutet meist nichts Gutes. Gehe ich lieber wieder. Kann ich hier wieder. Ich will die wieder einsammeln, gib her. Fertig? Na gut, dann müssen wir jetzt halt mit einer Magnesiumfackel in der Hand rumrennen. Gut ist ja, dass Magnesiumfackeln nicht ausgehen, wenn sie nass wären. Weil die meisten mit ihrem eigenen Sauerstoff schon daherkommen. Ähnlich wie auch Wunderkerzen. Wenn man eine Wunderkatze nimmt und da zum Beispiel einfach ein bisschen Tesafilm rumsetzt, dann die im Grunde auch unter Wasser. So. Jetzt geht's hier weiter. Also los. Also los. Düs, düs, düs. Sehr schön. Wir haben es zum Teleporter geschafft. Hier ist noch ein Heiltrank, den nehmen wir mit. Sehr schön. Dann würde ich jetzt sagen, hier ist ein guter Zeitpunkt, um Schluss zu machen für heute. Ich sag da mal danke fürs Zuschauen. Ich hoffe mal, das Video ist heute nicht ganz so ruckelig und stockelig wie das letzte Mal und dass meine Stimme heute noch ein bisschen angenehmer ist und dass diese ganzen zischenden S-Laute nicht ganz so intensiv sind diesmal. Ja, ansonsten danke fürs Zuschauen, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Tschüss.